So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11 und jetzt habe ich endlich den Stevie dabei. Metal-Leute. Und du kannst uns jetzt mal ganz viel erzählen, was ich teilweise habe ich einen Quatsch erzählt in den letzten Parts, wobei du hast bisher ja nur, was hast du gesehen, 1 und 2 wahrscheinlich, ne? Ich war gerade beim Schauen von Parts 3, glaube ich. Ah, okay. Genau, dann weiß ich noch gar nicht, was ich alles an Quatsch in den nächsten Parts vielleicht erzähle zu dem Hack. Aber das kannst du dann auch in den Kommentaren korrigieren. Ja. Ich mach mal noch die Musik hier ein bisschen leiser, weil die dich noch ein bisschen übertönt. Du bist an sich laut, aber die Musik ist auch laut. So, zack. Könntest mich ja auch leiser stellen in Discord. Nee, du sollst ja laut sein. Die Musik kurz. Okay. Dich muss man ja hören. Du bist jetzt wichtiger als die Musik. So. Okay. Gut, jetzt müsste es besser sein. Genau. Du hast also praktisch alles zusammengestellt. Hast du auch die Overworld gemacht? Das stimmt, ja. Jawohl. Overworld habe ich auch gemacht. Das heißt auch diesen ja? Ja, genau. Auch diesen Effekt und mit dem Boot und so, das ist auch von dir. Das sind Custom Sprites, das sind alte Custom Sprites. Okay, und das kann man das einfach einfügen praktisch und das funktioniert dann oder muss man da, ist das sehr aufwendig? Das ist ganz einfach wie ganz normale Custom Sprites einfügen. Ah, okay, alles klar. Weil das mit dem Boot war schon witzig, da über das Wasser zu fahren. Habe ich nicht mitgerechnet. Hm. Okay, wie viel weißt du denn von den Leveln selber? Wie meinst du? Also, wie die zum Beispiel gedacht sind. Ich habe hier zum Beispiel ein Level, das hat mich sehr irritiert. Vielleicht kannst du da was dazu sagen, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, dass dieses Level scrollen sollte, also nach oben. Und das tut's nicht. Ich zeig dir mal eine Stelle, woran ich das ausmache, dass es scrollen sollte. Warte. Also, hast du die Level selber auch mal gespielt, oder praktisch? Ich habe die schon 1000 Mal gespielt, ja. Okay. Hat das Level bei dir dann mal gescrollt? Weißt du es zufällig? Das kann ich nicht sagen, denn ich weiß ja nicht, wie es der Ersteller. Also, die Level wurden so eingefügt, wie sie eingesendet wurden. Genau, genau. Es wurde nichts geändert. Genau, weil hier zum Beispiel, da geht es so nach oben, ne? Und also, ja. Da oben hat zum Beispiel auch eine Yoshi-Coin und später kommt auch eine Wolke und wenn ich hier rüber springe, dann kommen da so Münzen-Sounds, als ob da irgendwas wäre. Und mich hat es gewundert, dass in keiner einzigen Bewertung von den Judges stand irgendwas von wegen, ja, das Level scheint zu scrollen, aber scrollt nicht. So habe ich dann gedacht, vielleicht ist das irgendwie jetzt nur in der Version oder so. Weiß ich nicht. Okay, da hat mich nur interessiert. Weil ich habe das Gefühl, das muss scrollen, aber scrollt nicht. Ich habe auch nicht alle Yoshi-Coins gefunden, ich habe keine Ahnung, wo die sind und ich habe auch den Mond nicht gefunden. Ich vermute, dass es irgendwo alles in der Luft irgendwo, aber ich habe keine Ahnung. Okay. Deswegen hat mich nur interessiert, ob du das Level kennst. Gut, dann können wir einfach ganz normal weitermachen. Wir waren jetzt zum letzten Mal hier bei Crevice Climb. Da habe ich ein paar schöne Glitches ausgenutzt, um das mir zu vereinfachen. Aber ja. Mhm. Calum Coast ist dann das nächste. Ist 65. geworden von Rubenjik. Okay. Das heißt, der Helikopter zum Beispiel, das ist auch so ein Custom Sprite. Das war mal ursprünglich ein Final Fantasy Airship, das ich zu einem Helikopter umgespritet habe. Ah, okay. Das sind alles Custom Sprites, die von Carol vor, weiß ich nicht, langer Zeit gemacht wurden. Ich verstehe. Okay. Ach, das ist ein Goomba hier. Okay, dann kann ich das hier auslösen. Nur gerade, da oben ist gerade eine Blume aufgetaucht. Jetzt ist sie weg. Ah, da ist sie wieder. Okay. Das ist auch beabsichtigt. Und das hat mich noch interessiert, weil ich mich immer wieder über die Zeitlimits aufrege. Die sind sozusagen auch immer vom Ersteller vorgegeben gewesen, wie sie sein sollen. Ja. Die Regel im Contest war es, dass man nicht mehr als 500 Sekunden haben durfte. Ach, aber das wurde Menschen haben trotzdem über lange Level gemacht. Ja, richtig. Es wurde sogar vorgegeben, dass es ein Zeitlimit geben muss. Ja. Aha. Man durfte nicht 90 Sekunden haben. Weil ich habe nämlich noch in einem der letzten Parts habe ich irgendwann gesagt, wenn ich jetzt so ein Level bauen würde, ich würde halt einfach sagen, immer ja 999 Sekunden und dann hat man einfach maximale Zeit, die man halt benutzen kann. Weil Zeitlimits finde ich absolut nicht mehr sinnvoll.
Aber okay, wenn es vorgegeben ist, ja, dann kann man nichts machen. Ja, die Zeitlimit-Regel wurde ab der VLDT 12 ja, gelockert. Man konnte haben, was man will. Gelockert heißt, es gibt kein Zeitlimit mehr, aufgelockert, oder? Aufgelockert, okay. Man kann einfach, ja, entweder ein Zeitlimit oder kein. Ja, ah, okay, okay. Ich meine, der Gedanke war wahrscheinlich dahinter, dass die Level nicht zu groß werden für die Judges, ja. dass die nicht jetzt ja 3 Jahre lang spielen müssen, bis sie überhaupt mal ein Level geschafft haben. Aber schon ein bisschen gebackfired. Ja. Aber also ich muss sagen, ich habe bei fast jedem Level wirklich Zeitprobleme bekommen. Ich erkunde ja so ein bisschen auch und dann kann mich eigentlich nach fast jedem Midway Point kann ich mich eigentlich erstmal umbringen, sonst schaffe ich es nicht. Ja. Okay. Gut. Das Level ist sehr schön bisher, muss ich sagen. Ästhetisch ist es schon schön. Ich glaube sogar, dass hat nicht sogar Dariel diesen bestimmten Hintergrund für den Hack benutzt? Das ist gut möglich, ja. Weil ich kann mich erinnern, den auch schon mal gesehen zu haben. Also in seinem Hack auch, glaube ich. Bisschen immer ein Problem, dass ich nicht weiß, ob ich irgendwo rein kann oder ob das nur Deko ist. Ah, da kann ich durchlaufen. Ah. Ich finde es auch krass. Also das ist jetzt zum Beispiel sowas. Diese Burg hier sieht halt überhaupt nicht nach Vanilla-Grafiken aus, aber es ja auch besteht ja auch komplett aus Vanilla-Grafiken. Ist schon cool gemacht. Und dann wundert es mich jetzt wieder, warum das... Das war jetzt ein Level, das war, glaube ich, was war das jetzt für ein Platz? Das war nicht so hoch anplatziert. Aber gut. Nee. Ich denke, über die Bewertungen kann man immer sowieso streiten. Weißt du eigentlich, wer die Judges waren? Ja, ich habe ja... Achso, das weißt du noch gar nicht. Das habe ich in dem Part, in dem Dreier-Part, den du jetzt gerade angefangen hast, da finde ich sozusagen... Was heißt finde ich? Da suche ich mir die ganzen TXTs raus, weil ich wegen dem Twax-Level will ich lesen, was denn ihr Problem beim Twax-Level war. Weil ich es nicht nachvollziehen kann. Und dann ist ab Part 3 oder ich glaube ab Part 4 sind dann auch die TXTs in der Beschreibung drin. Das heißt, da kann dann jederzeit jeder nachlesen. Insofern ja, ich weiß, wer sie waren. Eine ganz bestimmte Person. Ne? Ja, Morse meinst du jetzt? Ja. Kannst du, das würde mich dann auch interessieren, kannst du die Bewertung von Twax Level nachvollziehen? Ich habe die jetzt nicht gelesen, aber ja, ich kann die nachvollziehen, weil es sieht hübsch aus. Es spielt sich aber nicht so gut. Okay, also ich finde, aber dafür, dass es, oh Gott, wie komme ich jetzt hier weiter? Brauche hier irgendwas zum... Ach, da drüben, oh Mist. Dafür, dass es... Also sie sagen ja, es ist zu voll und man sieht teilweise diese Erdstacheln, sieht man nicht und so weiter, aber... Ja, dann finde ich fast, dass die Punktabzüge dafür schon ein bisschen zu krass sind, wenn ich es mit anderen Leveln vergleiche, die ähnliche Punktzahlen bekommen. Aber ist okay. Das ist halt in ihrer Bewertung. Gott, ich hab... Ja, die, ja. Ja, wie komme ich denn da rüber? Ja, gar nicht, wahrscheinlich hätte ich von der anderen Seite... Ach, warte, kann ich durch die Tür? Nee. Ich glaube, ich habe hier schon Dinge verpasst. Aber jetzt werden wir... Ah, jetzt geht's wieder los hier mit dem Limit. Das ist ein Markenzeichen von diesem Hack. Ja, ich merke das schon. Jetzt habe ich erstmal nur 3 Yoshi-Coins. Das Limit kommt, ich muss mich beeilen. Komme ich hier rein? Nee. 3 Yoshi-Coins. Stimmt, ich habe nur... Ja, genau. Die dritte habe ich nur gesehen, richtig. Und wahrscheinlich werde ich jetzt noch nicht mal ins Ziel kommen, weil ich vorher drauf gehe. Also es ist, gefällt mir sehr gut, aber es ist halt auch wieder sehr lang. Oh, da ist einfach eine. Sehr gut. Hier ist es vorbei. Thank you. Oh, wir haben es wohl geschafft. Okay. Also 2 Yoshi-Coins müsste ich noch hinbekommen. Ja, gut. Wenn du wirklich alle binden willst, dann ja, gute Nacht. Meinst du, sie sind in dem Level so schwierig? Also im ganzen Hack. Ach so, ja, ich habe bei ein, zwei Leveln habe ich es jetzt auch schon, also nicht, weil ich es nicht gefunden habe, sondern weil ich mir einfach gedacht habe, ja,
Man hätte gesehen, wo das war, und ich hatte einfach, glaube ich, keinen Pilz dabei mehr, den ich noch gebraucht hätte. Da habe ich dann auch gesagt, ja, komm, passt schon. Weil man ja auch nichts davon hat, sie zu sammeln. Also es ist ja wirklich nur für den eigenen Ehrgeiz. Aber doch, grundsätzlich würde ich schon versuchen. Nur wird es, wie gesagt, auch bei diesem einen Level, wo ich dir gerade gezeigt habe, wo ich denke, dass es scrollen muss. Da, ich habe keine Ahnung, wo die anderen sein sollen. Ah, hier brauche ich eine Ranke. Nein! Ach doch, ich hätte jetzt schwören können, hier kommt eine Ranke raus, weil da oben sind Münzen, aber okay, dann komme ich so nicht hoch. Ich hatte gerade die übelsten Verbindungsstörungen. Ah, okay. Nur Roboterstimmen. Okay. Aber sonst geht's einigermaßen. Ja. Okay, sehr gut. Komme ich hier mit an diesen Block? Ne, da ist auch eine Münze drin. Noch zur Oberwelt. Ja. Wer es hier noch nicht gesehen, aber die Best World, die habe ich nicht alleine gemacht. Ah, okay. Das heißt, wenn die mir gefällt, hast du nicht alleine die Lorbeeren dafür verdient. Also, die restlichen Oberwelten schon, die habe ich alle gemacht. Okay. Der Levelersteller hier hat dann der Best World auch gearbeitet. Ah, okay. Hauptsächlich. Bestimmte Grafiken. Ich weiß gerade echt nicht, wie ich da hochkommen soll. Aber vielleicht soll man da auch gar nicht hochkommen. Aber hier sind irgendwie so Münzen, die man sehen kann. Hier, Münzen, aber ich komme da nicht. Ach, das war... Ich meine, da bin ich schon vorhin runtergefallen, meine, das war die Tür, ne? Ich meine, dass du dort spinjumpen kannst, wo die Blume runterfällt, um sie zu kriegen. Weiß ich nicht ganz genau. Das war also am Anfang des Levels. Ah, okay, das ergibt auch wieder Sinn, ja. Und ich glaube, das ist das, wo ich von oben... Ja, hier bin ich von oben runtergefallen. Okay. Das waren die Münzen hier. Verstanden. Oh! Also, der Block ist kaputt gegangen, aber ich komme nicht rein. Okay, aber... Ach, oder fällt die jetzt dann nachher mir da vor die Füße praktisch? Nee, die fällt da schon durch. Okay, aber die Blume ist ja nicht so wichtig. Wir wollten ja die Yoshi-Coins finden. Also dann hat sich das hier oben hat sich erledigt. Das waren diese Münzen. Das Level ist voller Secrets, kann das sein? In der Tat. Uiuiui. So. Oh, lol. Immer wenn das so ein Ding ist, kann man... Oh Gott, da muss ich ja böse aufpassen. Okay. Weil das bestimmt irgendwann auch... Ne, hier waren wir. Da war eine Yoshi. Das habe ich schon. Die habe ich schon. Also die eine muss ich ja noch finden, die so unten entlang war. Nein. Ach, da war der Dornenbusch. Hilfe. Hast du eigentlich irgendwelche bestimmten Bugs entdeckt, gesehen im ganzen Hack? Also höchstens halt mal in so ein... Wobei, war das... Oh, lass mich mal nachdenken, was ich alles schon gespielt habe. Ich habe jetzt schon so viel gespielt, ich kann mich schon wieder nicht mal an alles erinnern. Aber nichts jetzt, dass irgendwas vom Gamebreaker oder so war. Und ich denke mal, wenn es Bugs sind, sind es ja eher dem Leveldesign geschuldet und nicht jetzt der Zusammenstellung. Ja. Und dann sind die euch auch schon bekannt und bewusst. Also, die springenden Piranha-Pflanzen, die die kommen immer raus. Egal, ob du neben der Röhre stehst oder nicht. Stimmt, richtig, ja. Das ist ein Base-ROM-Bug, den niemand bemerkt hat. Ach so, das soll gar nicht so. Das ist also auch von den Hackerstellern nicht so gewollt. Nee, das ist wegen der Base-ROM. Ah, okay. Hier komme ich irgendwie rüber, aber... Kann ich da auf den Ästen stehen oder was ist da los? Nee.
kann sich da einfach reinglitschen. Wegen der Slope. What? Ach so, ja, aber das ist nicht so gedacht, ne? Ja, nee. Okay. Okay, ich aber auch keine Ahnung. Wahrscheinlich ist dann hier irgendwo was versteckt. Weil hier fahren ja so Münzen rum. Krieg ich mal irgendwo einen Pilz hier? Ja, perfekt. Ah, jetzt komme ich aber nicht. Oh, nee. Da komme ich jetzt nicht mehr hin. Aber jetzt habe ich, glaube ich, dann schon wieder den. Ja, weil da ist schon die Stelle vorbei. Man muss jetzt irgendwie einen Weg finden, da unten rumzukommen. Okay. Was kann ich mit dem Springboard alles? Wo kann ich überall hin? Kann ich da hoch? Nee. Also mir würden einige Möglichkeiten einfallen, wie man das glitschen kann, aber das... Da ist ein Pfeil nach oben? Ich spule mal ein bisschen zurück. Da kann ich dir jetzt leider auch nicht weiterhelfen. Ja, das brauche ich eigentlich alles nicht. Ich hatte davor, glaube ich, einen P-Switch hier unten ausgelöst. Genau. Vielleicht ist der ja für da drüben noch notwendig. Und man muss schnell sein. Nee. Wait, aber da geht's. Nee. Aber dieses Springboard muss doch. Ach, Moment. Andere Idee. Mit dem Springboard komme ich jetzt auf jeden Fall hier drüben hoch. Mhm. Ist da irgend. Oh. Das, war sehr erfolgreich. Ist hier irgendwas? Oh! Da ist tatsächlich was. Oha. Oha. Kompletter Abschnitt über den Wolken. Hier war ich auch noch nie. Oh! Was bist du? Bist du ein Grauer oder bist du ein Blauer? Das ist eine neue Tür. Okay, jetzt wird's wild. Weil die. Ich drücke den erstmal. Ich will mal gucken, was der macht. Ach so! Hä? Das für. Also, wenn ich den da oben drücke. Nein! Also, wenn ich den da oben drücke, führt der mich. Wieder hier runter? What? Okay, wir gehen mal durch die Tür. Voll übel. Jetzt komme ich hier raus! Ich will aber an die da rankommen. Das gibt's doch nicht. Okay. Das kann's nicht sein. Jetzt gehen wir mal hier nach links noch. Nach links war, glaube ich, auch noch ein Weg. Ja. Okay. Aha. Okay, jetzt haben wir alle Yoshi-Coins zumindest gesehen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich an die letzte rankomme. Sehr gut. Hoffentlich schaffst du das in den nächsten 20 Minuten. Ich muss es eher in den nächsten 120 Mario-Sekunden schaffen. Das bereitet mir mehr Sorge. Aber, also hier ist ja, also hier komme ich ja nicht. Hier! Zum Glück. Oh. Ach so. Unglaublich. zum Glück musst du ja nur die Münzen einsammeln so. Und dann erschaffen. So. Das war ein sehr hart verdient hier. Oh, ich hab den Mond nicht. Jetzt brauchst du den Mond. Nee, musst du nicht. Ah, okay, aber nee, ich will die Sachen haben. Ich will die Sachen haben. Wir wissen jetzt ja zum Glück, wo wir die Feder herbekommen. Jetzt bist du am Anfang. Nicht am Anfang. Nee, das ist auch. Ich denke nicht, dass der Mond am Anfang ist. Ich denke nicht. Ich denke, der Mond ist. Hat auch irgendwas mit der Feder zu tun. Ach, dafür ist.
Ah, das war vor. Okay, jetzt ergibt alles Sinn. Ich meine mich erinnern zu können, wo der Mond war, aber nicht, wie man hinkommt. War er am Anfang oder war er eher am Ende? Also komme Das ich. weiß ich jetzt nicht. Ach so, okay. Ich glaube, ich kann mich nur an den bestimmten Raum erinnern. Ah, okay. Irgendeine durch die Tür oder irgendwie sowas. Na gut, dann guck mal. Jetzt hole ich mir erstmal hier den Pilz. Den brauche ich ganz dringend. Sehr gut. Na gut, dann hole ich mir den Pilz halt erst auf der anderen Seite. Achso, da war kein Pilz drin. Ist hier ein Pilz drin? Okay, da ist der Pilz, den ich ganz dringend brauche. Ach, Disco Shell. So. Jetzt brauche ich den P-Switch. Jetzt ergibt es nämlich auch Sinn, dass man hier den P-Switch bekommt, weil die Feder. Ja, super. Weil die Feder ist ja noch unter diesem Block hier versteckt. Und den muss man ja erst kaputt machen und dann kommt. Wieso kommt jetzt Was? eine Blume raus? Das verstehe ich jetzt nicht. Ist da vielleicht, ist da so ein Ding drin? Ja. Ach so, okay. Das ist ja noch bescheuert. Oh mein Gott. Hätte vorhin ich zufällig die Blume bekommen, hätte ich niemals damit gerechnet, dass da wann anders eine Feder rauskommen kann, weil bisher immer eine Blume rausgekommen ist aus den Dingern. Oh mein Das ist eine Gott. lustige Idee. So, jetzt ist hier der Pfeil, aber der Pfeil sagt ja eigentlich auch nur, dass ich da. Moment, kann ich da in der Mitte bleiben? Moment. Nützt mir das Nee, irgendwas? Nee, da das kann ich sieht nur. mir nach Da OneFC kann ich nur wieder rausfliegen. Ach so, ich muss hier wieder rausfliegen, weil ich, wenn ich die Yoshi-Coin hier drüben habe, dann gibt es keinen Rückweg. Ja, okay. Außer ich zeige ein bisschen Flugskills. Würde das funktionieren? Komme ich da unten durch? Na, nicht so. Ja, okay, doch, man käme schon raus. Gut. Das war nicht so gut. So, jetzt probieren wir mal die Feder zu behalten. Könnte mir vorstellen, dass man damit noch mehr anstellen kann. Das Gute ist, jetzt kann ich diese ganzen Sachen ohne Shell und so weiter auslösen. Wir gehen mal jetzt in den Schlussraum. Das ist der Schlussraum. Ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht hochfliegen muss. Für den Mond. Ich glaube nicht. Schade. Okay. Nee, ich glaube schon, es war in irgendeiner Tür drin. Okay, da muss ich nochmal zurück. Ach, du meinst in so einer Schlosstür, die alles so Ah, schwarz. nee, warte. Da oben ist Da ist was! er. Ja. Da oben ist was. Da ist der Mond. Ja, stimmt, man sieht den Genau. Mond sogar. Okay. Kurios. Kann ich dann vielleicht doch irgendeine von den Türen begehen hier? Wobei, das wäre jetzt komisch, weil das wäre im gleichen Screen wie die obere. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Die nicht, nee. LOL! Aber man kann so viel in diesen Schlössern machen, das hat jetzt diesen Pilz da oben ausgelöst. Yo. Aber jetzt muss ich zurück. Die Frage ist, komme ich überhaupt zurück? Da oben! Da oben ist. Ah nee, da komme ich bis. Geht's von dort fest zu Von ihr? da falle ich runter, ja. Scheiße. Okay, jetzt muss man hier mal Gas geben, dass ich da wieder hochkomme. Das hat nicht gut funktioniert. Ach, komm schon. Es sind fünf Blöcke, auf denen kann ich doch wohl Anlauf nehmen. Versuch's mit Springen. Okay, das geht No! noch. Das ist jetzt nicht so gut. Nice. Okay, das funktioniert nicht. Gut, dann machen wir das ganz anders. Zum Glück kann man so gut zurückspulen bei SNES 9X. Und zwar alles. Ich habe nie wieder diese Probleme, die ich bei ZMZ hatte, dass es irgendwann nicht mehr weiterging zum Zurückspulen. So.
Hier runter. So. Ach ja, genau. Du spielst den SNES mal nichts. Ja. Glücklich. Nein! Okay, jetzt muss ich einen Weg hier durchfinden, weil ich das Springboard da drüben habe. Scheiße. Kriegen wir aber hin. Kriegen wir hin? Nein, wir kriegen das hin. Yes! So. Jetzt sind wir hier. Okay, und hier kann ich hoch. Irgendwie komme ich da hoch. Ach, hier ist nochmal ein Springboard. Never mind. Ach so. Ja. Jetzt kann man... Mit dem Springboard kann man dann den ganzen unteren Teil skippen. Ja, das nützt mir jetzt ja auch nichts. Scheiße. Boah, ist es schon... Ah, hier, siehst du's? Ja. Was kommt hier raus? Nix. Nichts. Kann ich das da reinschmeißen? Ja, toll! Geil. Hä? Ich bin toll. Was ist... Was? Was? Wie? Ich weiß nicht mehr, wie das gedacht ist, aber what? Er will kaum, dass ich diesen Glitch hier auslöse. Oh, jetzt ist es eine Textbox. Ach du Scheiße. Doch, ich weiß, wieso es eine Textbox ist. Weil es, weil der Block ein Pixel tiefer ist, damit man die ganzen Einkerbungen sieht. Ja. Aber, ja. Jetzt ist der Hintergrund. Aber wie habe ich die Ranke ausgelöst? Ach so, okay, ja, doch, man macht, ja, okay, man macht den Block weg und dann geht die durch. Okay, das jetzt ergibt alles Sinn. Ich bin jetzt selber überrascht. Wow. Ja. Oh, es gibt noch einen Zwischenabschnitt, bevor man zum Mond kommt. Ich dachte, jetzt komme ich direkt zum Mond, aber nein. Ach so, geht ja auch, geht glaube ich gar nicht, oder? Das kenne ich jetzt auch noch nicht. Das kenne ich noch gar nicht. Yo. Da würde mich jetzt interessieren, ob das die Judges überhaupt gefunden haben. Und in ihrer Bewertung drin haben. Yo. Das ist ja... Okay, also das waren bisher die schwierigsten Secrets. Aber coole Secrets. Und das längste Level aller Zeiten. Ja. okay. Wobei, jetzt muss ich aufpassen. Ja, nimm den. Oh. Nimm den. Nein, den nicht. Nur den und den. Okay, und raus. Das ist ein hart verdienter Mond. Man stellt sich vor, jetzt würde das Zeitlimit wieder auslaufen. Das ist ja Scrolling. Du kannst nicht schneller spielen. Uff. Da ist die Tür. Raus hier. Hallo. Und wir sind beim Mond. You got the moon for this one. This message box is very impressed. Ja, ich auch. Faszinierend. Und jetzt kommt man auch hier raus. Du hast ihn. Eieiei. Okay, das war interessant. Ein höchst exquisites Level, muss ich sagen. Aber ich wäre niemals drauf gekommen, das hattest du mir ja den Hinweis gegeben, dass man diese an diesen Stellen, dass man da Spinjumpen kann. Und das hat der so oft ausgenutzt, da wäre ich niemals drauf gekommen. Mhm. 65. ist er geworden, okay. Wahrscheinlich war es denen dann wieder zu viel, oder? Weil das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. So, das... Die Judges bevorzugen eher... Level Design. Und Level Design meine ich. Ich fand, das war Level Design, aber gut, ja. Ich meine, das ist halt einfach, da ist man unterschiedlicher Meinung. Das muss ich akzeptieren, ja. Dass ich nicht der Meinung mit den Judges bin. Venturing through those mystic caverns fills you with determination. Okay, Undertale. Sehr schön. Es gibt viele Undertale-References in diesem Heft irgendwie. Das ist immer schön. Ein Augenblick noch? Bin gleich wieder da. Ja.
Wir springen derweil schon mal hoch. Hier weiter. Oh, die Musik kenne ich auch wieder irgendwoher. Woher kenne ich. Oh Gott, woher kenne ich die Musik? Ich kenne die Musik, aber woher? Woher kenne ich das? Entweder ich habe es selber schon mal gespielt. Das klingt übelst. Oh, okay, das ist jetzt schlecht. Jetzt habe ich mich gesoftlockt. Okay, das ist nicht so gut. Das ist kein. Doch, das ist ein Softlock. Das ist ein Softlock. Weil ich das Leben geholt habe. Also nee, das Softlock ist es ja nicht, du kannst ja sterben. Ja, natürlich. Wie nennt man das dann? Es ist ein... Fail. Okay. Die Musik, die weiß ich nicht. Ja, die kommt mir super bekannt vor, aber ich krieg sie nicht zugeordnet. Wie komme ich an dieses Leben? Ich meine, ich will es nicht, weil es ist nicht wichtig. Ich glaube gar nicht. Ich glaube auch. Ich glaube, das ist nur Deko. Ich verbuche das jetzt als Deko. Ich glaube, aus irgendeinem Nintendo, Super Nintendo RPG, das ist immer möglich. Ja, genau. Nach irgend sowas klingt es. Ich habe das safe gespielt. Ich habe das safe gespielt, aber es würde mich interessieren. Von hier auch so, okay, man müsste bis darüber springen, dann kommt man das Leben, ohne dass die Plattform losfährt. Ja, okay, okay. Das muss man erstmal wissen. Okay. Achso, das war's auch schon. Ja, das war. Ja. Okay. Aha. Yoshi-Coins gibt's hier, glaube ich, nicht. Hab jetzt aber nicht drauf geachtet, muss ich nochmal. Werden wir feststellen. Bisher habe ich keine gesehen. Sobald man dann die erste sieht, weiß man, dass man was verpasst hat. Okay. Ich hoffe, ich habe noch nichts verpasst, aber hier ist die erste. Zumindest für mich die erste. Die sind alle in dem Teil, soweit ich weiß. Achso, das ist mir allerdings, weil du von Bugs geredet hast, das ist mir jetzt schon ein oder zweimal passiert, dass ich irgendwie, dass manchmal die Yoshi-Coins dann doch nicht als gespeichert zählen. Und die wieder auftauchen. Aber das liegt wahrscheinlich auch eher am Level, nehme ich mal an, dann. In welchem Level ist das passiert? Das ist zum Beispiel passiert... Oh ja, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle. Wo ist denn das passiert? Warte mal. Warst du schon in der Graswelt? Die Graswelt ist die direkt auf der kompletten Oberwelt, oder? Sorry, kannst du das wiederholen? Die Graswelt ist die auf der Gesamtoberwelt. Ja. Na, also ich bin jetzt schon. Die Gesamtoberwelt habe ich schon so weit durch, dass ich jetzt halt alles mit der roten Röhre betreten muss noch. Ah ja. Ich meine, gerade laufe ich zwar auch auf der Gesamtoberwelt rum, aber zu dem Beach kommt mir ja gar nicht anders. Also warst du dort, wo der Yellow Switch Palace war? Ja. Okay. Dann, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Es gibt da ein Level, wo die Yoshi-Coin als Map 16 gesetzt wurde und nicht als ein Extended Objekt. Okay. Denn wenn du das als Map 16 setzt, dann respawnt die Coin immer. Ah. Kann es dann auch passieren, dass eine Coin erst später auftaucht? Dass man die beim ersten Mal nicht gesehen hat. Ich sag dir gleich, welches Level ich meine. Okay. Sag dir gleich. Ich muss es nur wieder finden. Ja. Es gibt allerdings auch einen Bug, wo du mit 4 oder 3 Coins startest. Das konnte ich nicht fixen. Ah, okay. Ich spiele jetzt mal noch kurz das Level und dann laufe ich noch mal kurz rüber und zeig dir, was ich meine, wenn ich mich dran erinnern sollte. Jo. Ah, das nehmen wir jetzt noch kurz mit, sonst vergesse ich das. Das ist nämlich das Letzte, was mir jetzt hier auf dem Beach noch fehlt. Dann habe ich hier auch alle gespielt. Warst du auch schon im Schloss? Welches Schloss? Von der Beachwelt mit dem Geist? Ja, ich denke schon.
Also ich meine, ich okay. habe das, das müsste jetzt das letzte sein. Ist das das mit dem, wo man die Seelen sammelt? Ja. Ja, das war großartig. Das war richtig großartig. Ach. Ja, das wird ein Bug ausgelöst da. Immer wieder schön in der Luft zu stehen. Ach so, mit dem Kollegen hier. Die Musik wird auch von den Erstellern ausgewählt, ne? Das ist jetzt nicht so, dass... Ja. Okay. Aber geht die in die Bewertung mit rein? Ich denke schon, ja. Ah, okay, okay. Wenn die jetzt nicht passt, dann... Ja. Also, das heißt, ich glaube, es zählt zur Ästhetik dazu. Okay, das heißt, das einzige Element, was nicht Vanilla ist, geht trotzdem in die Bewertung rein, weil es halt doch natürlich die Atmosphäre stark ausmacht. Okay. Es muss jetzt aber nicht unbedingt heißen, nur weil ein Level stark Vanilla ist, mit den Grafiken zum Beispiel. Es gibt schon hochplatzierte Level mit Vanilla-Grafiken. Ja, das habe ich gemerkt. Tatsächlich, das ist, Das, aber stimmt, das hatte ich in den ersten Parts noch gesehen. Oh, das war kurz. Wir haben den Mond nicht gefunden. Schade. Am meisten zählt eben, wie gesagt, das Level-Design. Ja. Und, Spaßfaktor. Ich spule mal kurz zurück, weil ich glaube, den Mond hole ich mir mit dem Springboard. Ansonsten wüsste ich nicht, wofür ich das bekommen habe. Ja, moin! Ich glaube, du musst noch viel weiter. Ich glaube, wir spulen weiter zurück. Aber hier habe ich jetzt noch nicht das Springboard. Hm. Geh nochmal in die Pipe. Kann ich die zurück betreten? Oh. Ja. Also muss ich das Springboard holen, muss damit bis dahin und dann den Mond. Okay. Na gut. Tun wir's. Wir lieben doch Item Babysitting, oder nicht? Absolut. So. Was man nicht alles für den Mond tut. Ja. So wie in Mario Odyssey und auch in diesem Hack. Richtig. Okay. Na, das war schwierig. So. Ja, das habe ich schon gedacht, dass das jetzt nicht reicht. Wie komme ich jetzt da am besten hoch? Shell Jump. Was habe ich verpasst? Vielleicht doch von der anderen Seite, dass man da irgendwie hochkommt und dann hier wieder. Nee, aber hä? Also ja, klar, es würde funktionieren. Komm, wir machen es einfach, ist mir jetzt auch wurscht. Mir ist jetzt auch egal. Vielleicht will er es ja wirklich, keine Ahnung. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie soll man da sonst hochkommen? Also hier ist nichts. Warte, weil da die Münzen waren, kann ich hier irgendwie, ist da irgendwas? Nee. Da bin ich ja vorhin hochgesprungen, daher habe ich das ja gesehen. Also ich würde gerne den Intended-Weg zeigen, aber ich weiß ihn nicht. Das war er garantiert ich auch nicht. Nee, das war er garantiert nicht. Ah, okay, egal. Eine Wolke gibt es ja auch nicht irgendwie, dass man da hochfliegen könnte. Und kann ich mich an keine erinnern. Peter weiß ich auch nicht. Ja, und da ist vorbei. Gut. Egal. So, jetzt schauen wir mal, ob ich das Level finde, was ich gemeint habe. Das war, da war hinter einem... War das ein Wasserlevel? War das was mit Schwimmen? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Hilfe. Ach, jetzt komme ich gar nicht. Ah, ich muss mit der Röhre zurück. Okay. Ups. So, was waren das hier für Level? Sunny Shoreline? Nee, dann. Oh Gott, ich weiß nicht, welches Level das war. Ob's hier überhaupt eins war. Du hast gemeint, bei dem in der Graswelt ist es eins gewesen. Ja, unten. Vielleicht ist das es. Das heißt Level Entry.
Der, beim Mantra. Das ist über den Level da. Das war keine Absicht, das Level so zu nennen, oder? Das hat der Typ verpeilt. Weil es keinen Namen hatte, soweit ich weiß. Ach, es hatte gar keinen Namen. Ah, okay. Ich dachte, jemand hat versehentlich einfach Level Entry reingeschrieben und das war dann das Level. Oh. Ja, genau, hier, doch, das war hier das Level. Das war das mit den Yoshi Coins. Da war nämlich, jetzt kommt dieser Unterwasserabschnitt. Und da war nämlich hinter einem Swamp war plötzlich eine Yoshi-Coin, wo vorher keine war. Die war dann erst beim zweiten Mal plötzlich da, wo ich mir gedacht habe, die kann ich eigentlich nicht verpasst haben. Genau. Das sehe ich dann im Video, das weiß ich nicht. Und zwar, sag dir auch gleich, welcher Swamp das war. Genau, der hier. Richtig, jetzt ist er auch wieder da. Und ich war damals schon hinter dem Swamp und da war noch keine. Also, weil die kann ich nicht verpassen. Das geht ja, nicht. Ich glaube, die ist auch mit Map 16 gesetzt. Ich kann mich erinnern, das im Level gecheckt zu haben. Und die ist wahrscheinlich das erste Mal nicht aufgetaucht und dann das zweite Mal war sie plötzlich da. Keine Ahnung. Das war ganz komisch. Da war auch am Anfang von dem Level war auch eine Yoshi-Con, wo ich gedacht habe, hä, habe ich die nicht eingesammelt? Die war wahrscheinlich dann genauso. Yep. Okay, dann hat sich das geklärt. Genau, das ist das gleiche Level, was wir meinen. Okay. Ja. Dann haben wir jetzt Beach auch durch. Das heißt, nächstes Mal betreten wir dann wahrscheinlich die Schneewelt. Mountain. Okay, Mountain ist aber Schnee, glaube ich. Das ist. Genau, das ist das hier oben. Also. Ich hoffe, bin dann im Finale der Mountainwelt dabei. Du kannst jetzt ja noch dabei sein. Wir können gerne weiter aufnehmen. Ja. Das kriegen wir hin. Gut, aber den Part schließen wir hier erstmal ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ciao, ciao.